glatten Haaren. Und zwar, ja, ich habe gestern mit einer Freundin zusammen, die hat dieses GHD-Glätteisen, das mal ausprobiert. Und ja, ich finde es zwar ganz cool, aber irgendwie mag ich meine Locken immer noch am liebsten. Naja, wie auch immer. Ich habe heute ein Routine-Video für euch gedreht, mal wieder. Nachdem euch ja meine Morgenroutine mit Milka so gut gefallen hat, habe ich euch jetzt noch eine Abendroutine natürlich wieder mit Milka zusammen gedreht. Und hier ist sie. Viel Spaß dabei! Unser Nachmittag bzw. Abend beginnt eigentlich immer mit einem ausgedehnten Spaziergang. Ganz Labrador-typisch liebt Milka es natürlich auch sehr zu apportieren. Ich habe mir hier extra so einen Futterdummy gekauft, mit dem man das super machen kann. Man kann den Dummy dann entweder ganz normal werfen, wie einen Stock oder einen Ball, wie ihr gerade gesehen habt, oder ihn aber verstecken. Das findet Milka besonders toll, weil sie es liebt, ihn zu suchen und mir wiederzubringen. This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Das Ganze kann man dann natürlich super variieren, indem man den Dummy weiter weg und besser versteckt. So muss der Hund sich mehr konzentrieren und mehr Nasenarbeit leisten, um den Dummy zu finden. Like electricity. Kleine Kunststücke wie Pfötchen geben, Männchen und Rolle üben wir natürlich auch immer einfach so zwischendurch. Wieder zu Hause angekommen, kann dann endlich der gemütliche Teil des Abends beginnen. Ungefähr ein- bis zweimal die Woche pflege ich dann noch Milkas Fell. Dafür habe ich diese Bürste hier. Die ist echt super, weil die auch die Unterwolle erreicht und nicht nur, ja, oberflächlich das Fell kämmt. Danach ist es dann endlich soweit. Milka bekommt endlich ihr Abendbrot. Das ist so, wie ja, würde ich sagen, der Lieblingsteil ihres Abends, weil sie, was ja auch sehr typisch für einen Labrador ist, es liebt zu fressen und sich immer besonders auf das Frühstück und Abendbrot freut. Im Anschluss gibt es dann natürlich auch noch für mich Essen. Ich habe an dem Abend ja Hühnchen, Brokkoli mit Reis in so einer Kokossoße gegessen. Das war auch wirklich sehr, sehr lecker. Danach mache ich es mir dann zusammen mit Milka auf dem Sofa gemütlich. Natürlich dürfen da Kerzen nicht fehlen. Wer mein letztes Video gesehen hat, weiß das ja sowieso. Dann kuscheln wir uns nur noch in so eine flauschige Decke ein und schauen zusammen unsere Lieblingsserie GZSZ. So, das war's jetzt auch schon wieder soweit von uns. Ja, ihr habt jetzt einen typischen Herbstabend von Milka und mir gesehen. Ja, es ist eigentlich so, dass wir uns immer meistens abends gemütlich aufs Sofa kuscheln. Natürlich GZSZ gucken, das ist wirklich so ein Muss. Und dann ja bei Instagram oder am Computer noch ein bisschen rumgucken und dann ins Bett gehen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr Routinen sehen wollt in Zukunft oder Videos mit Milka, dann zeigt mir das doch einfach mit einem Daumen nach oben. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst in Zukunft. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschö!